Ein knackiges High Five in die Runde. Mein Name ist Adlerwache und ich begrüße euch auf meinem Kanal. Ja, Freunde, die Julio Cäsar ist im Hafen angelangt und was soll ich sagen? Ich war anfangs richtig enttäuscht von dem Schiff, aber keine Sorge, Leute. Ich habe mir wirklich Zeit genommen, habe nochmal so meine Inspiration, meine Einstellung vom Schiff durchgeblickt und muss jetzt sagen, das Ding ist einfach nur geil. Warum ich so enttäuscht war, werde ich euch alles in aller Ruhe erzählen. Ihr kennt es wieder, geschichtliche Teil, hauen wir wieder hinten dran und dann würde ich einfach sagen, schauen wir mal, was wir so in die Julio Cäsar eingebaut haben. Denn dort, ja, da war ich schon ein bisschen erschrocken, denn wir haben hier nur einen Slot. Da dachte ich so, oh, okay, es ist Sparmaßnahmen angesetzt. Also als erstes können wir hier wirklich nur einen Mod 3 machen. Ich würde euch definitiv Zielsystem Mod 1 empfehlen. Hauptbatterie ist auf jeden Fall negativ, schon allein wegen der Nachladezeit und die Sekundärbatterie ist auch nicht die beste. Also ganz ehrlich, nehmt Zielsystem, denn die Julio Cäsar streut von Haus bei uns ziemlich stark. Ja, es ist nicht wie auf dem Mitsee, bei uns streut sie wirklich, wirklich brutal und da muss man gegenwirken. So, dann gucken wir mal auf die Ausrüstung. Wir haben hier nur Schadensbegrenzung 1 dabei und 5x Reparaturmannschaften. Das ist natürlich meinem Kapitän verschuldet. Wir haben hier die Julio Cäsar Flagge, die ihr bekommen könnt, wenn ihr das große Paket kauft. Aber ganz ehrlich, Leute, für eine Fahne so viel Geld zu investieren, würde ich nicht machen. Holt euch das Standardpaket. Das reicht voll und ganz. Gehen wir mal auf die Werte. Wir haben hier Überleben 53 Punkte. Das ist ordentlich. Wir haben 45.500 Trefferpunkte. Das ist okay. Das ist, glaube ich, relativ wenig gegenüber den anderen Vierern. Panzerung haben wir nur 6 bis 280 mm. Das ist auch nicht so geil. Und das werdet ihr auch merken, gerade auf der Breitseite ist die Julio Cäsar extrem anfällig. Also die kann man da wirklich mit den Russen vergleichen. Zeigt ihr Breitseite, dann tut's richtig, richtig weh. Wir haben eine Torpedoschadensverringerung von 36%. Das ist wirklich in Ordnung. Das ist eigentlich sehr, sehr gut. Dann gehen wir mal auf die Artillerie. Wir haben hier 2x2 320 mm und 2x3 320 mm. Eine Feuerreichweite habe ich aktuell von 15,2 km. Das switchen wir gleich nochmal um. Ladezeiten haben wir 27,7 Sekunden und eine Dauer für 180 Grad Kehre haben wir 28 Sekunden. Das ist für Tier 4 wirklich in Ordnung. Sprenggranaten, Höchstschaden haben wir 4800 und eine Brandwahrscheinlichkeit von 35%. Interessiert uns nicht, wir sind ein Schlachtschiff. AP-Granatenschaden haben wir 9700. Manövrierbarkeit, da sind die Stärken von diesem Schiff. Höchstgeschwindigkeit haben wir 27,8 Knoten. Das ist für ein Stufe 4 Schiff wirklich, wirklich gut. Ein Wendekreisradius von nur 640 Metern und eine Ruderstellzeit von 13 Sekunden. Das ist wirklich für Tier 4, ist das wirklich hervorragend. Das Ding lässt sich wirklich manövrieren wie ein schwerer Kreuzer. Also das ist schon wirklich sehr agil für ein Schlachtschiff. Tarnung haben wir 12,7 Kilometer, das ist auch ein bisschen besser als der Standardwert. Erkennbarkeit zur Luft sind 10,6 Kilometer, garantierte Erkennbarkeit 2 Kilometer und im Nebel gehen wir bei 10,5 Kilometern auf. So, Übersicht, wir sind ein Panzerschiff, kann ich so nicht bestätigen. Wie gesagt, auf der Breitseite tut's richtig weh, das ist wie bei den Russen, da könnt ihr richtig böse Zitadellen fressen. Und wenn ihr im Nahkampf kommt, gerade gegenüber einer Warspy, also alles, was 38 cm Geschütze hat, oder auch eine feindliche Julio Cäsar, die können euch frontal durchschlagen. Das tut richtig böse weh. Hatte ich auch schon des Öfteren. Ist wirklich nicht sonderlich schön. Bescheidene Geschütze. Dieses Schiff ist mit kleinkalibrigen Hauptgeschützbatterien bewaffnet. Das stimmt. Sie hat halt nur 32 cm. Deswegen kommen wir auch gleich jetzt nochmal zu dem Kapitän zu sprechen. Da gehen wir nämlich drauf. Ich kann euch nämlich zwei Skillungen wirklich mit dem Schiff empfehlen. Die erste ist die, die ich hier gerade habe. Sie wirklich auf Reichweite spielen. Ihr habt es ja gelesen, ihr kriegt mit ihr nicht wirklich viel Reichweite raus. Man könnte natürlich noch mehr auf Reichweite gehen, wenn wir hier unten den Perk strenger Rekord in XXL nehmen. Würde ich aber allerdings nicht nehmen. Bin ich ganz ehrlich, da sind mir fünfmal Heilung wirklich deutlich, deutlich lieber. Als Inspiration habe ich hier Robert Jajard und Charles Melton. Viele von euch haben mir geschrieben, dass ihr auf den Cunningham schwört. Der würde bei der Julio Cäsar wirklich, wirklich viel bringen. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe ihn immer und immer wieder getestet. Ihm wirklich mal so 5 Runden mit ihm gespielt und dann wieder 5 Runden ohne ihn gespielt. Ich habe keinen Unterschied gemerkt. Es muss ich wirklich sagen. Ich habe da keinen Unterschied gemerkt und deswegen habe ich hier Charles Metten reingemacht, weil ihr habt so nochmal eine bessere Drehgeschwindigkeit und drückt nochmal die Nachladezeit um 2,4% runter. So, als erstes haben wir hier nur keinen Ärger, verringert das Risiko für Brände und Wassereinbrüche. Beim zweiten habe ich kreuzweise, da würde ich wirklich wieder umswitchen auf handwerklicher Griff. Ja, wir haben eine bessere Durchschlagskraftmultiplikator der AP-Granaten des Schlachtschiffes.
Dafür ist natürlich die Zündzeit der AP-Granaten ihres Schlachtschiffs verschlechtert. Sprich, die Granaten haben einen späteren Zündzeitpunkt. Also die schlagen durch die Panzerung und explodieren dann halt später. Ist bei Kreuzern sehr gut. Also bei Kreuzern macht ihr richtig viele Zitadellen. Bei Schlachtschiffen sehr, sehr selten. Trotzdem würde ich handwerklichen Griff benutzen, weil ihr seht es ja, die Durchschlagskraft ist verbessert und ihr macht damit richtig brutalen Schaden. Auch wenn es nicht immer Zitas sind, aber ihr macht wirklich viele Volltreffer. Deswegen macht ihn rein. Ich hatte das jetzt eben nur mal reingemacht gehabt, um es einfach mal zu testen, wie es ist, wenn ich eben nicht diesen verschlechterten Zündzeitpunkt habe. Ich wollte schon Funke sagen. Zündzeitfunke. ja, nee. Ich muss ganz ehrlich sagen, handwerklicher Griff ist dort wirklich geil. Also das ist jetzt wirklich eine Skillung, wenn ihr sagt, nee, eher in den Nahkampf fahren ist nicht meins. Ich möchte doch lieber ein bisschen auf Reichweite bleiben. Ihr könnt nicht groß auf Reichweite bleiben. Klar, ihr könnt jetzt noch den Streckenrekord in XXL reinmachen. Können wir auch gleich nochmal gucken, wie viele Kilometer wir dann haben. So würde ich sie wirklich lassen. Also wie gesagt, hier handwerklicher Griff. Beim dritten würde ich einen Feuerwehrmann nehmen. Ihr könnt natürlich auch Gesinnungswechsel nehmen. Damit ihr halt wirklich auf Kreuzer nochmal schön mit HE draufballern könnt. Denn die HE ist bei den Zerstörern, ich habe glaube eben Kreuzer gesagt, ne? Ich meine natürlich Zerstörer, tut es dann richtig weh. Die HE ist brutal gegen die Zerstörer. Also da haut ihr wirklich mit einer Breitseite wirklich mal mindestens das halbe Schiff von dem Zerstörer weg. Manchmal könnt ihr es sogar schaffen, dass das komplette Ding mit einer Breitseite weg ist. Da muss natürlich die Streuung mitspielen. Das könnt ihr machen. Ich habe aber jetzt hier einen Feuerwehrmann drin, um Ladezeit, Schadensbegrenzungsteam zu verringern und das Risiko eines Brandes zu verringern. Dann als letztes habe ich wirklich Mechanikermeister, weil ich möchte nicht auf meine zwei Reparaturmannschaften verzichten. Weil wenn man wirklich mal nicht aufpasst und man kriegt richtig eine reingedrückt und das tut bei der Julio Caesar wirklich weh, dann habe ich halt wirklich den Vorteil, dass ich mich besser heilen kann. Ihr könnt wie gesagt auch einen Streckenrekord in den XXR nehmen. Wir machen ihn mal rein, gucken mal schnell, was die Gute dann an Reichweite hat, damit ihr das mal wisst. Wir haben dann eine Reichweite von 15,6 Kilometern. Also es ist nicht sonderlich viel. Oder beziehungsweise ist es auch nicht wirklich viel. Warte, wir gucken nochmal. Ach, ich gucke immer hier. Das ist immer, das ist Gedrücke bei mir hier. Das ist schlimm. Ja, 15,2 Kilometer. Oder habe ich es immer noch drin? Ne, 15,2 Kilometer. Was hat mir eben? 15,7, oder? Also, das könnt ihr euch sparen. Das könnt ihr euch wirklich sparen. 15,2. Wir gucken nochmal schnell. Ich bin heute nicht der Schnellste. Also 15,6. Das könnt ihr weglassen. Würde ich wirklich weglassen. Die paar hundert Meter, das macht den Kohl nicht fett, das macht den Harry nicht sauer. Das kann so bleiben. Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Und zum Schluss natürlich Wille zum Wiederaufbau. Wenn ihr sagt, nee, ich bin schon mal so einer, der da ein bisschen Action braucht, ich fahre ein bisschen näher ran, dann würde ich euch die Skillung empfehlen, die wir dann auch im Video sehen werden. Die hatte ich nämlich drin. Würde ich hier oben auf Streithammel gehen. Das würde ich so drinnen lassen. Das würde ich so drinnen lassen. Und das würde ich so drin. Also wirklich dann oben nur den Streitrammel reinzukriegen. Wir haben natürlich minus 10% Reichweite. Das finde ich wirklich so viel, viel zu viel. Also ich finde wirklich, dass da Wargaming minus 5% hätte geben können. Das hätte dicke gereicht. 10% finde ich wirklich enorm. Dafür haben wir 10% niedriger Nachladezeit und 15% bessere Erkennbarkeit der Torps. Da gucken wir nochmal rein. Wir hatten eben 15,2, wenn ich mich nicht täusche. Und haben jetzt... ja, 13,7. Das ist natürlich sehr wenig. Dafür haben wir eine Nachladezeit von 24,8 Sekunden. Allerdings, seht ihr schon wieder, geht unsere... das war ja durch den anderen Perk. Ihr seht, wenn ihr den anderen Perk draußen habt, habt ihr eine Drehgeschwindigkeit von 34,6 Sekunden. Das ist schon sehr, sehr viel. Also, ich würde euch wirklich, wenn ihr sagt, ihr möchtet nicht auf Nahkampf gehen, nehmt's. Nur kein Ärger, wenn ihr sagt, ihr möchtet in den Nahkampf gehen, nehmt Streithammel. Sind beides wirklich gute Skillungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich auf handwerklichen Griff bestehen, weil sie einfach dann wirklich mehr Schaden raushaut. Allerdings sind eure Türme dann deutlich langsamer, wenn anstatt ihr dann kreuzweise einmacht. Das muss jeder für sich entscheiden. Ja, Freunde, dann haben wir das alles soweit. Und dann würde ich sagen, kommen wir mal zu dem geschichtlichen Teil. Bis gleich! Ja, Freunde, kommen wir mal zum geschichtlichen Teil. Der Julio Caesar Stablauf war der 15. Oktober 1911. In Dienststellung war 15. Mai 1914. Also, Freunde, im Ersten Weltkrieg wurde sie fertiggestellt. Länge betrug 176,1 Meter, 28,0 Meter war sie breit und hatte eine Gesamtverdrängung von 25.086 Tonnen. Also war schon ein kleines Dickerchen. Die Julio Caesar gehörte zur Conte de Cavour-Klasse und wurde natürlich nach dem römischen Staatsmann und Feldherrn Julius Caesar benannt. Ja, Obelix und Asterix bester Freund. Das Motto des Schiffes war Caesar Adest,
was Caesar ist da bedeutete. Wie ihr schon gehört habt, wurde das Schiff im Ersten Weltkrieg gebaut. Da fragen sich wohl einige, wow, die sieht aber für ein Erstes Weltkriegsschiff sehr modern aus. Das stimmt, Freunde, das liegt aber daran, dass sie 1933 komplett modernisiert wurde. Hier habt ihr mal ein Bild der alten Caesar. Und ich muss sagen, Freunde, gefällt mir sehr, sehr gut. Also ich hätte es geil gefunden, wenn mir sie als Tech-Tree-Schiff reingebracht hätte. Rumpf A, der alte Rumpf, und Rumpf B, dann der neue Rumpf, so wie das zum Beispiel bei der Bayern ist. Hätte ich persönlich richtig cool gefunden, aber es ist ein Premium-Schiff und Premium ist ja jetzt auch nicht so verkehrt. Im Ersten Weltkrieg hatte sie keine Gefechte absolviert. Wie ich schon sagte, wurde sie 1933 komplett modernisiert. Es wurde der 30,5 cm Geschützturm mittschiffs entfernt. Bei den restlichen vier Geschütztürmen wurden die 30,5 cm Geschütze auf das Kaliber 32 cm aufgebohrt. Also richtig hier Pimp My Ship. Richtig geil. Neue Maschinen verbaut, ein neuartiges Torpedo-Verteidigungssystem eingebaut und die Brücken aufbauten und der Bug erneuert. Nach dem Kriegseintritt Italiens im Zweiten Weltkrieg nahm die Giulio Caesar am 8. Juli 1940 an der Seeschlacht bei Punta Stilo teil, der ersten Auseinandersetzung zwischen der italienischen und der britischen Marine. In der Schlacht wurde die Giulio Caesar auf eine Distanz von über 24 Kilometer von einer Granate der HMS Warspy getroffen. Dies ist bis heute einer der größten Trefferentfernungen auf ein bewegliches Ziel. Wer ist natürlich Spitzenreiter, Freunde? Wer ist es natürlich? Genau die Scharnhorst. Hier noch ein Bild der getroffenen Caesar. Auf italienischer Seite sah man von der Warspy blauen Rauch aufsteigen, was als Treffer durch eine Granate der Giulio Caesar gedeutet wurde. Laut britischen Angaben wurde die Warspy jedoch während des gesamten Gefechts nicht einmal getroffen. Der Vorfall ist bis heute umstritten. Und ihr kennt ja die lieben Briten, Freunde, die streiten immer gerne alles ab. Ne? Ich sag nur, bestes Beispiel, Versenkung der Bismarck, wo mittlerweile bewiesen wurde, dass sie sich selbst versenkt hat. Naja, egal. Während des britischen Angriffs auf Tarent in der Nacht vom 11. zum 12. November 1940 war die Giulio Caesar das einzige Schlachtschiff im Hafen von Tarent, das nicht von den britischen Torpedobombern angegriffen wurde. Danach wurde sie ausschließlich zur Konvoideckung eingesetzt und nahm dabei am ersten Seegefecht im Golf von Sirte teil. 1942 befand man, dass das Schiff den Anforderungen für den Frontliniendienst nicht mehr genügte und verwendete es für den Rest des Krieges als Übungsschiff. Ja, Freunde, wäre ich damals schon da gewesen als kleiner Adler, wäre ich hingegangen und gesagt, hier Jungs, wenn ihr sie nicht mehr braucht, ich nehme sie, ich kutter da ein bisschen mit rum, macht ein paar Butterfahrten nach Helgoland und sowas. Ja, schade. Nach dem Kriegsende wurde das Schiff als Reparation an die Sowjetunion ausgeliefert. Sie wurde in Novorossijsk umbenannt und sank am 29. Oktober 1955 in Sevastopol. Bei dem Vorfall ist bis heute nicht geklärt, was die Explosion auslöste. Am wahrscheinlichsten ist, dass eine deutsche Magnetmine die Explosion ausgelöst hat, da nach dem Vorfall noch einige deutsche Seeminen vor Ort gefunden wurden. Das war bis dato der größte Vorfall der sowjetischen Marine mit einem Verlust von 608 Seeleuten. Der Vorfall wurde bis 1980 geheim gehalten. Wahnsinn, Freunde, das ist schon echt erschreckend. Ja, es gibt natürlich auch wieder Verschwörungstheorien, Freunde, die lauten, dass entweder italienische Kommandoeinheiten das Schiff gesprengt haben sollen oder das KGB es selbst versenkt hat, um einfach einen Kriegsgrund gegen die Türkei zu schaffen. Ja, was natürlich dran ist, wissen wir alle nicht. Es ist halt schon sehr erschreckend, dass sowas unter den Tisch gekehrt wird, ne, dass hier Menschenleben da anscheinend nichts bedeuten. Na gut, Freunde, das war die kurze, intensive Geschichte der Giulio Caesar und dann schauen wir mal, was das Teil so kann. Bis gleich! So, Freunde, willkommen auf der Giulio Caesar. Wir sind hier Nordenherrschaft unterwegs. Begleitet werde ich von meiner Kollegin und Moderatorin Suistar und im Gegnerteam ist ein Abonnent und Discord-Mitglied der Cleaner. Ich war mir anfangs nicht sicher, ob das Pers ist. Hat sich aber dann herausgestellt, dass er es war. Er hat mir nämlich dann direkt nach dem Gefecht bei Discord geschrieben. War auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Ja, wir schauen mal. Wir fahren hier Richtung A. Ich habe ja schon im Infoteil gesagt gehabt, ich war anfangs richtig angesäuert von dem Schiff, weil ich die ersten drei Runden wirklich nichts getroffen habe mit dem Teil. Da dachte ich mir, ach du Scheiße, wie streut denn die Bude? Da war ich schon richtig sauer und dachte mir so, Mann, was ist denn das für ein Kackteil? Aber so nach einer gewissen Spielzeit hat sich alles ein bisschen eingependelt. Im Nahkampf-Skill, so wie ich es euch gezeigt habe, streut sich schon ordentlich immer wieder. Also da muss auch RNG auf eurer Seite sein. Wenn es nicht auf eurer Seite ist, dann kann es euch wirklich passieren, dass ihr fast eine ganze Runde nichts trefft. Es geht aber dann. Es geht wirklich, also es gibt wieder, klar, es gibt immer wieder Runden, wo sie wirklich enorm streut im Nahkampfskill. Wenn ihr Glück habt, dann nicht.
Macht trotzdem Spaß, immer wieder mal mit ihr ein bisschen zu pushen, auch wenn sie es gar nicht so mag, muss man ganz ehrlich sagen. Also sie mag es nicht, so aggressiv gepusht zu werden, weil im Nahkampf tut es wirklich, wirklich weh, gerade auch frontal. Also da können euch wirklich viele Schiffe durchschlagen und ihr kommt halt auch immer wieder in Fünfergefechte. Mit dem Entfernungsskill, was ich euch in dem ersten Skill gezeigt habe oder meinen ersten Kapitänskill gezeigt habe, ist sie witzigerweise extrem präzise. Und da haut sie wirklich, wirklich rein. Also ich werde sie mittlerweile wirklich mit dem einen Perk statt Streithammel wirklich dann gegen die Flammen skillen, damit ich nicht die 10% verliere von meiner Reichweite. Und da macht sie wirklich, wirklich böse, böse Schaden. Ja, jetzt haben wir hier 9503 Schaden auf die König gedrückt. Sehr schön. Ja, 13 Kilometer ist halt wirklich verdammt wenig. Wir bremsen hier ein bisschen ab. Weil ihr seht schon, hier kommt ein Schlachtschiff, zwei Kreuzer versuchen. Na, der eine fährt weg. Ich hätte jetzt gedacht, okay, der versucht jetzt hier uns rechts in die Flanke zu fahren. Ja, war nichts, schade. Ah, ihr seht schon, wieder oben kommt alles hier rüber gefahren. Also da müssen wir echt langsam sein. Oh, die Lager Legionär ist geplatzt. Sehr schön. Und ihr seht es, das Ding ist wendig, das ist der Hammer. Also sie ist schnell, sie ist wendig, das macht richtig, richtig Laune mit ihr. Und hier hat man halt wirklich eine Runde, wo RNG wirklich auf unserer Seite war. Jawohl, nochmal 5800 Schaden. Aber ihr werdet immer wieder merken, dass es immer mal wieder Runden gibt, wo sie halt wirklich brutal schreit. Ihr kennt es von den Deutschen. Ihr kennt es wirklich von den Deutschen. Und viele sagen, ja, ich würde mir so wünschen, dass es einen Hipper-Kapitän gibt. Ja, Freunde. Aber ein Hipper-Kapitän wäre einfach zu stark. Wenn sie wirklich richtig präzise wäre, dann zerkloppt ihr einfach alles. Auch mit der Roma. Also das wäre wirklich zu stark. Und das war ja auch das Problem auf der PC-Version. Sui und ich haben uns da lange unterhalten. Sui kennt sich natürlich auf der PC-Version richtig aus und hat gesagt, ja, sie war damals OP, sie ist dann aus dem Shop entfernt worden. Sollte wohl dann auch eine Stufe höher gestellt werden, statt Stufe 5 dann auf Stufe 6. Da hat sich aber die Community gegen aufgelehnt und dann hat das Wargaming gelassen. Und ja, bei uns ist sie wirklich gut gebalanced, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei uns ist sie gut gebalanced. Also es ist jetzt nicht so, dass sie hier auf Tier 4 wirklich die Hoheit ist. Ich bin immer noch, also ich persönlich finde immer noch die Iron Duke besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Die ist mir einfach deutlich präziser. Aber sie macht wirklich Spaß. Sie macht wirklich Spaß. Mein Frust hat sich dann wirklich in absolute Euphorie umgewandelt. Bei mir war auch der Nachteil, ihr wisst ja, ich hatte heute Spätschicht, beziehungsweise gestern Spätschicht und heute auch. Da war halt der Zeitdruck im Nacken, dass ich vor der Arbeit halt einfach mal das Schiff teste. Und da habe ich mir gesagt, komm, ich gehe dann nochmal ganz neutral an die Sache ran und habe dann abends nochmal wirklich einige Runden mit ihr gespielt. Dann wirklich auch mit ganz verschiedenen Skillungen. Und muss ganz ehrlich sagen, gerade mit diesen, wenn man Streithammel rausnimmt, ist sie wirklich brutal präzise. Also da macht sie richtig, richtig Laune. Habt allerdings dann eine höhere Nachladezeit. Das dürft ihr nicht vergessen. Da seid ihr dann bei 27 Sekunden. So, die König fährt weg. Ja, wir bleiben jetzt erstmal hier stehen, um hier wirklich erstmal Punkt A einzunehmen. Aha, Julius Caesar kommt auch hier rüber. Also der Pearce kommt auch hier rüber. Da müssen wir natürlich wieder ein bisschen zurück, uns ein bisschen zurückfallen lassen, weil sonst, wenn wir jetzt gerade ausfahren würden, würden wir hier gegen vier Schlachtschiffe kämpfen und da haben wir keine Chance. Und wir werden irgendeinem Schiff sonst die Breitseite zeigen. Ja, irgendwie habe ich das mit dem Ziel heute nicht rausgehabt. Also ich hatte das Gefühl, ich muss irgendwie deutlich weiter vorziehen wie sonst. So, ja, hier wird wieder kräftig gehupt von dem Kreuzer da hinten. Ah, da kommt die Julio Caesar von Cleaner. Ah, schade, dass der Berg im Weg ist. Er fährt da wirklich schön Breitseite. Da hätten wir mal schön eine reindrücken können. Ja, wir müssen jetzt hier wirklich ein bisschen vorsichtig sein. Ah, noch. Jetzt sind wir durch. Ja, hätten wir mal eine Sekunde länger gewartet, dann hätten wir mit allen Türmen durchgekommen. 5100 Schaden auf die Julio Caesar. Winkeln uns hier an. Wir müssen wirklich aufpassen. Wir haben hier wirklich vier feindliche Schlachtschiffe. Deswegen müssen wir jetzt hier wirklich ein bisschen defensiver spielen. Da bringt es einfach nichts, offensiv zu spielen. Ja, da hätten wir deutlich mehr vorhalten können. Also die werden auch wahrscheinlich relativ weit hinten einschlagen.
Aber trotzdem, 5141 Schaden auf die Ismail und einen Turm angedüdelt. So. Und da hatte sowieso ein bisschen einen kleinen Ausfall. Da habe ich auch gesagt, ich so, Sui, was hast du vor? Wo willst du hin mit deinem Kreuzer? Und da ist sie natürlich davor geprescht und hat dann auch gemerkt, okay, ja, ich kann das jetzt nicht mehr ändern. Ach so, nee, das war noch gar nicht die Zeit. Also sie versucht sich jetzt hier einzunehmen. Trotzdem hatte ich dann Sui gesagt, ich so, Sui, mach dich wieder nach hinten. Das ist zu riskant hier vorne mit dir. So, Cleaner macht das gar nicht verkehrt hier. Versucht jetzt hier in die Flanke reinzufallen, dass wir hier wirklich auf zwei Flanken kämpfen müssen. Gucken wir mal, dass wir hier nochmal über den Berg kommen. Ah, 3000 Schaden. 3000 Schaden. Und wir müssen jetzt gerade sagen, auch wenn hier die zwei Königs da ein bisschen verwirrend gefahren sind, jetzt drehen sie um, jetzt wollen sie pushen. Und das hätten sie ein Tickchen früher machen müssen. Das hätten sie ein Tickchen früher machen müssen. Hätten hier ungefähr parallel mit Purse Cleaner fahren müssen, dann hätten die uns hier weggerissen. Dann hätten sie uns hier weggerissen, dann hätten wir keine Chance gehabt, hier die Flanke zu halten. Jawohl, schön. Hier gibt es nochmal einen 1000er Schaden auf den Nürnberg. Oh, sehr schlecht von mir gezielt. Ach ne, tun sie doch nicht. Sie drehen wieder um. Sie drehen wieder um. Sie drehen wieder um. Also hätten sie jetzt wirklich mit Purse gleichzeitig oder Cleaner gleichzeitig gepusht, hätten wir hier null Chancen gehabt. Also da haben sie wirklich ihre große Chance verpasst. Natürlich ein Vorteil für uns. Definitiv. Na komm, jetzt rückier doch mal eine Zitadelle. Ah, schade. Ja, wir müssen hier auf die Julius Caesar aufpassen. Die kann da über den Berg schießen. Da kommen die Torps. Als hätte ich es geahnt. Ah, Julius Caesar ist angewinkelt. Wir gucken jetzt hier nochmal und schießen hier nochmal eine volle Breitseite auf die Nürnberg. Und machen 970 Schaden. Ja, mein Gott, es ist halt immer mal wieder mit dabei. So, jetzt werden wir hier nochmal ein bisschen vorpushen. Aber Cleaner, muss mich ganz ehrlich sagen, ja, da hat's Sui zerrissen. Da war sie doch ein bisschen zu offensiv. Da, ich denke mal, dass Sui da wirklich auf die Nürnberg wollte. Aber, wie gesagt, Cleaner hat das gut gemacht. Cleaner hat gemerkt, okay, meine zwei Kollegen da hinten pushen nicht, ich drehe wieder um. Das war die richtige Entscheidung. So, jetzt haben wir natürlich hier den Nachteil, dass wir hier eine Gede im Nacken haben. Das ist sehr, sehr gefährlich für uns. So, wir haben jetzt ein bisschen rückwärts gegeben und dann wieder vorwärts, damit die Gede denkt, okay, die fährt rückwärts. Hoffe, dass sie die Topstone rausgeschmissen hat. Dass sie nämlich dann eben nicht nach vorne geschmissen wurden. So, wir haben leider AP geladen. Ja, 970 Schaden ist natürlich nicht viel. Und genau mein Plan ist aufgegangen. Mein Plan ist aufgegangen. Wir haben ihn wirklich schön verarscht. Konnten ihn da wirklich verwirren, dass er dachte, okay, er fährt rückwärts. Hat die Torps rausgeworfen. Wir sind vorwärts gefahren. Und uns hat nichts erwischt. Jetzt müssen wir hier aufpassen. Jetzt werden wir hier auf jeden Fall von dem feindlichen Team gepusht. Wie gesagt, die zwei Königs oben links, die hätten das schon früher machen können. Dann hätten wir hier null Chancen gehabt. Wirklich null Chancen. Jetzt pushen sie mit vier Schiffen. Wir sind hier nur zwei Schiffe. Ein Kreuzer kommt auch noch von hinten, der uns hier unterstützen möchte. Jetzt müssen wir natürlich richtig böse aufpassen. Wir müssen uns jetzt hier um die Nürnberg kümmern. Das Blöde ist natürlich, dass die Gede uns jetzt hier komplett aufhält. Also wir sind hier auf jeden Fall taktisch absolut im Nachteil. Naja, Nürnberg kommt raus. Jawohl, Zitadelle auf die Nürnberg. Es hat leider nicht gereicht. Es hat leider nicht gereicht. Jetzt hoffe ich natürlich, dass die Secondary ihren Job macht. Und ja, die Secondary feiert Silvester. Die schießt volle Kanne in die Luft. Da kommen die Torps von der Nürnberg. Werden wir nicht ausweichen können. Zwei werden wir, glaube ich, mitnehmen. Eins. Ja, zwei nehmen wir mit. Wir haben jetzt erstmal den Wasserschaden nicht repariert, weil ich immer noch gedacht habe, okay, vielleicht kommen jetzt die Torps von der Gede. Die Gede ist wieder offen. Also ihr seht schon, wir haben jetzt hier richtig Probleme und die Aoba hat uns den Arsch gerettet. Die Aoba hat uns den Arsch gerettet, Gott sei Dank, weil das wäre jetzt richtig gefährlich geworden. Das wäre ein Zwei-Fronten-Krieg gewesen, den hätten wir nicht gewinnen können.
Und wir sind natürlich im Nahkampf für einen Zerstörer ein leichtes Ziel. So, wir gehen jetzt hier nochmal auf die König. Wir lassen uns erstmal weiter zurückfallen, dass wir uns hier nochmal heilen können. Ah, wieder nicht weit genug vorgezielt. Also ich weiß nicht, was mit mir heute Morgen los war. Vielleicht war es einfach die Müdigkeit. Aber in 4 Sekunden können wir hier wieder heilen. Ah, die Tops kommen gut, wenn ich das richtig sehe, oder? Jawohl, ein Torpedotreffer auf die König. Da gucken wir, dass wir sie versenken können. Ja, schön. Fubuki, sehr schön, hast uns hier richtig den Hintern gerettet. Habe ich natürlich auch gleich gesagt. Wunderbar gemacht. Ja, schade. Also, das Gegnerteam hat hier gar nicht verkehrt gespielt. Sie haben wirklich zu schnell wieder abgedreht. Hätten sie wirklich zusammen mit Lina gleichzeitig gepusht, hätten wir hier überhaupt keine Chancen gehabt. Also, das haben sie wirklich vertan, die Chance. Jetzt sind wir wieder taktisch im Vorteil. Jetzt können wir nämlich hier auch auf 2 Fronten kämpfen, so wie sie es eben gemacht haben. Wir kümmern uns jetzt hier um die König. Hauen hier eine volle Breitseite raus auf die König. Und hauen 3200 Schaden raus. Schön. Und ihr seht, guck mal, wie wendig dieses Schiff ist. Es ist der Hammer. Es ist echt der Hammer. Also das Ding lässt sich manövrieren wie ein Kreuzer. Das ist geil. Und das brauchst du auch. Weil sie ist wirklich auf der Breitseite sehr, sehr anfällig. Wie ich schon sagte, vergleichbar mit den Russen. Sie verzeiht euch ein bisschen mehr als die Russen. Also die Russen könnt ihr ja wirklich mit einer Breitseite komplett rausnehmen, wenn sie Breitseite fahren. Und die Julio Caesar verzeiht euch da schon ein bisschen mehr. Aber ihr könnt ihr wirklich sehr schnell Zitas drücken auf der Breitseite. Sehr, sehr schnell. Jawohl, schön. Zack, die König ist raus. Und wir haben hier das Blatt gewendet. Wie das Wargaming immer so schön sagt. So, jetzt ist hier Cleaner alleine. Was macht Cleaner? Cleaner hat's gesehen. Ja, Cleaner hat's gesehen, dass wir jetzt hier auf die Breitseite drehen. Hat uns auch schon ordentlich eine gedrückt. Aber wir hauen hier eine zurück mit 11.000 Schaden. Sind jetzt hier bei 110.000 Schaden. Also ihr seht, das Ding macht Schaden. Das Ding macht definitiv Schaden. Und ihr seht, guckt mal, wie schnell dieses Schiff ist. Das ist der Hammer. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass ich sie anfangen wirklich... Ich habe sie grundlos gehasst. Ich habe sie wirklich grundlos gehasst. Julio Caesar, ich entschuldige mich ganz offen und ehrlich bei dir. Ah, schade. Abpraller. Ja, wir werden jetzt nochmal die 12 Sekunden warten und dann gucken wir mal, ob Cleaner auf uns zielt. Weil wenn er nicht auf uns zielen würde, dann haue ich hier nochmal die volle Breitseite raus. Dann hauen wir hier nochmal die volle Breitseite auf Cleaner raus. Tut er nicht. Also hauen wir hier die Breitseite raus. Und schauen mal, ob er mir nochmal schön... Oh, nochmal 10.000 Schaden auf die Julio Caesar. Also das wird ihm richtig böse wehgetan haben. 121.000 Schaden haben wir hier. Aber ich glaube nicht, dass ich hier nochmal schießen kann. Obwohl, 8 Sekunden. 8 Sekunden haben wir hier nochmal. 5. Ja, 2 Sekunden. Ah, jetzt hat aber, glaube ich, die Steuerung nicht mitgespielt. Ah, 3000 Schaden. Schade, ich hätte Cleaner so gern nochmal versenkt. 124.000 Schaden, Freunde. Jawohl, Julio Caesar ist versenkt. Tut mir leid, Cleaner, dass ich dir da nochmal so ein paar reingedrückt habe. Aber wirklich klasse gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Hut ab, Cleaner. Das war wirklich gut durchdacht. Ja, 124.000 Schaden, 2 Schiffe versenkt, nur 1 Zitadelle. Platz 1 mit 2571, Basis-EP. Und wir haben den wirtschaftlichen Teil, haben wir natürlich auch noch. Und haben 267.000 Credits plus gemacht. Ja, kleines Fazit zum Ende, Freunde. Ich habe sie ungerecht behandelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie ist ein geiles Schiff. Wer Schlachtschiffe liebt, sie ist nicht ganz einfach. Man muss sich ein bisschen an sie gewöhnen. Ihr macht aber nichts verkehrt. Kauft dieses Schiff. Also hier gibt es eine ganz klare Kaufempfehlung. Sie macht Spaß. Sie ist ein tolles Schiff. Und sie ist natürlich auch ein sehr hübsches Schiff. Ja, Freunde, da würde ich sagen, sehen wir uns die Tage wieder. Bis dahin, euer Adlerwache. Macht's gut!